Im November vergangenen Jahres hatte Bundesaußenministerin Baerbock zusammen mit ihrer isländischen Amtskollegin dafür gesorgt, dass sich der UN-Menschenrechtsrat in einer Sondersitzung mit den Menschenrechtsverletzungen im Iran beschäftigt. Anlass dafür war das brutale Vorgehen des Regimes im Zuge der Demonstrationen nach dem Tod der 22 Jahre alten Kurdin Amini. Sie war von Sittenwächtern wegen Verstoßes gegen die islamischen Kleidervorschriften festgenommen worden und starb wenige Tage später in Polizeigewahrsam. Von der UN wurde eine Untersuchungskommission eingesetzt und heute nun werden die ersten Ergebnisse präsentiert. Fragen dazu an ARD-Korrespondentin Katharina Willinger. Also wir wissen noch nicht, was in dem Bericht stehen wird, aber wie ist denn die aktuelle Lage im Iran nach den wochenlangen massiven Protesten im vergangenen Herbst? Also das Straßenbild hat sich zu den Bildern, wie wir sie im Herbst erlebt haben, deutlich verändert. Der Widerstand auf der Straße ist bei vielen vielleicht wieder hinter verschlossene Türen zurückgekehrt. Es gibt diesen Widerstand aber, und er flammt auch immer mal wieder in der Öffentlichkeit auf. Es gibt verschiedene Aktionen, zuletzt eine von Kunststudenten initiierte, bei der sehr viele Iraner auch in den sozialen Medien teilgenommen haben und einfach nur das Wort "Na, nein" heißt das auf Deutsch gepostet haben. Ihr Nein zur Islamischen Republik, kann man mutmaßen. Und solche Aktionen, die finden ihren Weg dann doch, aber die lauten Straßenproteste, die sehen wir nicht mehr, wie wir sie letztes Jahr erlebt haben. Das liegt allerdings nicht daran, wie man jetzt vielleicht sich fragen könnte, dass der Widerstand bei den Iranern gebrochen wurde oder weniger ist. Es liegt vielmehr daran, dass das Regime mit einer unglaublichen Härte gegen jeden, der das System kritisiert, vorgegangen ist. Wir erinnern uns, es gab ja allein im Zuge der Proteste mehr als 500 Tote erschossen durch Sicherheitskräfte. Das dokumentieren jedenfalls diverse Menschenrechtsorganisationen, auch die UN. Und es laufen immer noch sehr viele Prozesse gegen kritische Journalisten beispielsweise, aber auch Menschenrechtsaktivisten oder Studierende. Ja, viele Anführer der Proteste sitzen im Gefängnis. Darüber haben wir in den vergangenen Wochen und Monaten ja berichtet. Die Gerichtsprozesse, die Sie ansprechen, wie laufen die ab? Das sind sehr undurchsichtige Verfahren. Es wird ja auch immer wieder von Schauprozessen gesprochen, beispielsweise im Falle der Männer, die hingerichtet wurden, die an den Protesten teilgenommen hatten. Da beklagen deren Familien, dass sie keinen Zugang hatten zu eigenen Anwälten. Bei den sogenannten Revolutionsgerichten, dort wird ja verhandelt, in solchen Fällen sind nur bestimmte Anwälte zugelassen. Die sind natürlich auf Linie mit der Islamischen Republik, und unabhängige Anwälte, also ich würde es sogar abkürzen, ganz normale Anwälte sind dort überhaupt nicht zugelassen. Wir haben gestern mit einem Menschenrechtsanwalt in Teheran ein Interview geführt, und der hat uns auch gesagt, dass er versucht hatte, einen der zum Tode verurteilten Männer zu verteidigen. Der habe ihn mehrmals aus dem Gefängnis heraus angerufen und angefleht, dass er seinen Fall übernimmt, und er hatte das durchaus versucht. Er hat mehrmals an das Gericht geschrieben, an das Gericht appelliert, ihn zuzulassen. Er wurde nicht zugelassen, und so geht es hunderten Menschen im Iran. Erinnern wir uns nochmal, Auslöser der Proteste damals war ja der Tod einer jungen Frau, die in Polizeigewahrsam starb, weil sie das Kopftuch nicht wie vorgeschrieben getragen hatte. Hat das Regime bei diesen Kleidervorschriften jetzt eigentlich noch nachgeschärft? Also es sah ja im Frühjahr vor allen Dingen vieles danach aus, dass das Regime zumindest, würde ich jetzt sagen, die Füße etwas stiller hält, was die Bestrafung angeht vom Bruch der sogenannten Kleiderordnung, also allen voran natürlich das Kopftuch. Ich war ja zuletzt Anfang des Jahres selbst im Iran, hoffe, dass ich bald wieder einreisen darf, und da ist mir schon aufgefallen, dass in Teheran sehr viele Frauen ohne Kopftuch auf der Straße unterwegs sind, und wenn ich mich jetzt mit Kontakten von vor Ort unterhalte, dann hat sich an diesem Bild gar nicht viel geändert. Es hat sich allerdings auch nichts daran geändert, was die Bestrafungen durch das Regime angeht. Sie sind nur vielleicht etwas subtiler geworden. Wir erinnern uns an die sogenannte Sittenpolizei, die war ja auch involviert in den Fall von Jina Mahsa Amini. Es gab diverse Videos in den letzten Jahren, die zeigen, wie prügelnde Beamte Frauen in Vans gezwungen haben, und sie wurden dann zu Polizeistationen gebracht, und was dort passiert ist, vieles liegt im Dunkeln. Das sehen wir jetzt so nicht mehr. Was sich
sich allerdings nun geändert hat. Es gibt nochmal einen Ausbau der Überwachungstechnik. Frauen sollen im Alltag über Kameras an öffentlichen Plätzen gefilmt werden, das Material ausgewertet. Dann bekommen sie oft Mahnungen per SMS. Das gibt es im Straßenverkehr schon seit vielen Jahren. Sie bekommen dann teilweise ihre Autos abgenommen, wenn sie ohne Kopftuch unterwegs waren oder auch nur Beifahrerin waren. Also die Bestrafungen durch den Apparat sind durchaus nicht weniger geworden. Und zum Thema Menschenrechte im Iran fällt vielen in Deutschland nun auch gerade der zum Tode verurteilte Deutsch-Iraner Jamshid Shammat ein. Deutschland verlangt ja seine Freilassung. Gibt es da eigentlich eine neue Entwicklung? Ja, bislang gibt es keine Neuentwicklung. Das Todesurteil ist ja bestätigt, auch durch den obersten Gerichtshof im Iran. Natürlich melden sich ausländische Regierungen immer wieder zu Wort, darunter eben auch die Bundesregierung. Jamshid Shammat besitzt ja den deutschen Pass. Er besitzt laut Angaben der Familie den iranischen Pass nicht, aber man kann die iranische Staatsbürgerschaft nicht abgeben, wenn man sie einmal per Geburt erlangt hat. Und so sieht das Regime in ihm einen Iraner und behandelt ihn auch so. Friedrich Merz hatte seine politische Patenschaft übernommen und hat wohl nach eigenen Angaben versucht, eine Einreise in den Iran zu bekommen, um Jamshid Shammat im Gefängnis besuchen zu können. Die sei jetzt wohl abgelehnt worden. Man hat da also auch keinen Zugang zu ihm und die Familie kann nichts anderes machen, als darauf warten, was sich in diesem Fall tut. Was sich allerdings in den letzten Jahren, man muss fast sagen Jahrzehnten, immer wieder gezeigt hat, ist, dass solche Personen, die dann öffentlich in der Öffentlichkeit auch stehen und in deren Fällen sich die Regierung wie die Bundesregierung zu Wort melden, dann oft auch als teures Faustpfand eingesetzt werden, dazu genutzt werden, um Iraner, die im Ausland inhaftiert sind und mutmaßlich für das Regime beispielsweise Spionage betrieben haben, um die dann frei zu bekommen. Es gab immer wieder spektakuläre Gefangenenaustausche in den letzten Jahren und viele mutmaßen, dass auch im Falle von Jamshid Shammat so ein politischer Druck erzeugt werden könnte. Danke. Katharina Willinger in Istanbul. Thank you.